Na, was ist los bei euch? Zelda Randomizer, habt ihr doch Bock drauf, ne? Ich kenn euch doch. Ihr seid kleine Schlawiner. Ihr wollt einfach jeden Tag den Randomizer sehen, ne? Da sagt ihr immer, ja, Maddie, der macht immer nur das Gleiche. Aber das ist ja in Ordnung. Wenn er nur gute Sachen macht, dann kann er auch jedes Mal, jeden Tag 10 gute Sachen machen. Wir sehen ja immer noch gute Sachen. Zum Beispiel bei unseren Nachbarn Blumen gießen. Mach ich auch in letzter Zeit. Machen wir. Und die haben nur so eine kleine Gießkanne. Ich habe meine eigene, also unsere, nehme ich immer mit. Nur damit ich ein bisschen Munition zumindest habe. Na, ich kann euch schon mal versprechen, auch wenn ihr das bestimmt lustig findet hier, den Retro-Randomizer werden wir so in dieser Form nicht nochmal machen, weil mir das keinen Spaß macht. Das ist so auf Krawall einfach mal ein bisschen Spaß aus dem Spiel rausnehmen. Ich meine, ist ja cool, dass das geht, dass man die Sachen wie früher hat. Ja, macht alles auch Spaß, ist eine coole Sache. Idee gut. Somebody wants. Naja, aber die Ausführung ist ja auch gelungen. Ich bin einfach auch, weiß ich nicht. Es ist ja wie so ein schönes Kartoffelgratin, ne? Da sagen ja auch alle Leute, wow, lecker, ey, Maddie, lecker, Mama, Kartoffelgratin. Und ich finde das einfach mega widerlich. Ich esse das nicht. Ich will das nicht essen. Punkt. Da kann das auch von mir aus handwerklich super gut gemacht sein. Essen tue ich es nicht, weil ich es nicht mag. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, ne? Ja, ihr seid schlau genug. Das versteht ihr. Jetzt gib mal hier. Oh ne, warum mache ich das eigentlich so? Bam. Das funktioniert einfach nie. Ja, das wollte ich haben. Im letzten war es dann drin. Im allerletzten. Ich finde diesen Dennis Rush einfach jedes Mal richtig befriedigend, ne? Das finde ich immer gut. Das hat Spaß. Das hat Spaß. Doch, hat Spaß im Kläftkiss. Weg mit dir, Digga. Weg. Boots, Digga. Bis dann und ciao. Ich spring weg. Hihihi. Aber gegen den allmächtigen Wurf kann nur das Auge der Wahrheit etwas anrichten. Ja, oder es trifft einfach nicht. Geht auch. Dieser Laserkopf da, das ist so ein Drecksspaten. Das ist das Schlimmste, was dieses Spiel zu bieten hat. Neben Misery Meyer. Misery Meyer ist schlimmer. Niemand mag Misery Meyer. Och, ich kenne jemanden, der meinte, Misery Meyer wäre sein Lieblingsteil. Leute, was haltet ihr von Misery Meyer? Jetzt mal ohne Flachs einfach mal in die Kommentare ballern. Was, wie seht ihr das? Seid ihr da eher so eine, so in einer Duldungsstarre oder findet ihr das gut? Ich meine, wirklich gut finden könnt ihr das ja nicht, ne? Weil so Misery Meyer einfach auch objektiv kacke ist. Hoffentlich braucht ihr nur 2 Schläge pro Person. Sonst zeige ich euch alle an wegen unlauterer Werbung. Was ist das denn hier? Ist das so ein Meme, dass beim ersten Zelda das letzte Schwert schlechter war als das davor? Und vor allem bei den Stahlfaustfritzen, ne? Da kriegst du einfach alles hinterher. Da kriegst du 3 Feen, alles noch. Da kriegst du All Inclusive, hier Secret Escapes, Sonderbonus, passt alles, was du möchtest. Aber hier. Ach. Nein! Du dreckiges. Dreckiges Drecksvieh. Kann ich die damit töten? Wenigstens das. Wenigstens das. Nein, der Knoblauchritter hat mich getötet. Nee, sein Kumpel mit der Gabel. Warum ist er eigentlich dann nicht der Löffelritter? Die beiden Augen so. Oh, look at him. Yeah.
Hussa, Hussa! Hussa, Hussa! Und jetzt die Runde hier. Oh. Die wollen einem immer nur so ein Hochgefühl vermitteln, damit du direkt hier weitermachen kannst. Hier ist es nämlich etwas ungemütlich. Hier ist es sehr ungemütlich. Um nicht zu sagen, vermöglichbar. Du musst ja einerseits auf diesem schmalen Grat hier spazieren gehen. Andererseits darfst du nicht von der Fackel geflammt werden. Und weiterhin kann mir das ja jetzt alles hier egal sein, weil ich mir ein Superschild habe. Ah! Nee. Das ist... Hier sollte es mal im nächsten Livestream auch so. 5 Euro fürs Kinderhospiz für jedes Mal runterfallen hier. Oh Mann! Diese Flammen! Diese unsäglichen Flammen! Und ihr Jungs! Warum? Warum seid ihr so? Warum seid ihr so? Schlüssel! Yeah! Kann gerne sich jetzt warm anziehen. Der kriegt! Der kriegt! Oh, das wird wieder eine Wohltat, ne? Endlich mal wieder Ganon mit Schwert legen. Das wird toll. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, muss ich sagen. Ich meine, das habe ich ja so lange nicht mehr gehabt. Wie die einen hier aus Prinzip verarschen. Das ist so unhaltbar. So unfassbar. So frech ist das. Das geht einfach gar nicht klar. Ach. Das geht noch? Schon ziemlich böse. Ja, Leute, tut mir leid. Lamer Move hier, ne? Aber das ist... Das muss einfach auch mal durchgebracht werden. Wenn man lamen kann, kann man es auch richtig. Ist gerade jemand heimgekommen? Ja. Kerzen ist wieder da. Moin. Das ist hier so ein richtig schöner Raum. Die wollen auch alle mitspielen hier. Die sind alle so ein bisschen wild. Wollen alle spielen. Aber wenn man mal ehrlich ist, wollen die alle einem auch so ein bisschen ans Leder. Na, Aghanim? Lust? Hast du Bock? Hast du Bock? Hat er nicht. Ach, komm. Das ist doch kein Pattern, Leute. Ja, und dann... Das Spiel will es mir einfach nochmal richtig zeigen jetzt. Einmal getroffen. Das reicht. Viel gewinnt. Waren das jetzt 2 Treffer oder einer? Es hätten eigentlich laut Gerechtigkeitsempfinden 2 sein müssen. Aber man weiß ja, wie das so ist im Leben. Ja, es waren 2. Gut, 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 gut. Und jetzt der Plot-Twist. Das war nicht Aghanim. Das war alles... Ich finde, Aghanim sieht da einfach aus wie... Also er liegt da wie Dr. Wily bei Mega Man jedes Mal am Ende. So, ich bin gar kein böser Bub. Verschlaberst du? Ich war doch immer nett zu dir. Ich habe noch nie etwas Böses getan. Solange ich lebe, habe ich das noch nicht gemacht. Noch nie. Und die Kerzen ist da. Hallo, Kerzen. Hallo, komm mal her. Nee. Ich sehe es nicht, Stream. Hier ist Aufnahme. Das ist Pikachu. Hallo. Findest du ihn gut? Macht dir Spaß, dann zu spielen? Möchtest du das auch mal machen mit dem? Möchtest du nicht, ne? Geht's dir gut? War's gut beim Yoga? Das ist schön. Ja, wir sind alle tired. Ich bin auch tired. Wir sind alle müde. Das ist normal im Sommer.
Okay, was ich jetzt hier mache, ist keine Spielzeitstreckung, sondern ich möchte Ganon einfach flanken. Warum gehe ich doch? Es ist doch Spielzeitstreckung. So ein Unsinn. Wieso gehe ich nicht dahin, wo es wirtschaftlicher ist? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Du Schwein! Und auf einmal habe ich mich verkrümelt. Weg war er. Weg war er. Das Pikachu hat sich verdünnisiert. Ich wollte einfach nur den Rest Lebenspunkte aufladen, ne? Weil ich auch nicht weiß, wo die letzte Flasche ist. Die muss ja irgendwo sein, aber ich bin mir jetzt unsicher, wo die sein soll. Wahrscheinlich ist sie in irgendeiner Truhe in Richtung Aghanim versteckt, wo ich dann einfach richtig lange brauche, um die zu finden. Aber ich habe einfach keinen Bock, Aghanim zu machen. Wenn ich den nicht mache, dann mache ich den. Wenn ich den nicht muss, dann mache ich den. Dann lasse ich einfach auch mal einen Krankenschein ausfüllen. Dann mache ich was anderes heute Abend. Oh, haben wir Bock auf Aghanim? Yes! Niemand hat je Bock auf Aghanim. Ich meine, die Spielmechanik ist schon witzig. Das kann man denen zugute halten. Aber der Dungeon ist einfach so übertrieben unnötig. Vor allen Dingen in, Randomizern. Da brauchst du den gar nicht. Am Anfang dachte ich immer, man müsste irgendwie Aghanim machen, um gewisse Vorteile zu haben. Muss man teilweise. Wenn man keinen Hammer kriegt, keine Handschuhe, kein Hammer, dann muss man Aghanim machen. Aber das ist so selten, dass das passiert. Es ist ja, steht ja auch nie da dran, hol dir ein Cape. Kannst du theoretisch machen, ne? Das erste, was du kriegst, ist ein Cape. Und bumm, erstmal Aghanim machen. Kann dir passieren. Kann passieren. Okay, da ist das Schwein. You said you might get to go to the show to feel the warm thrill of confusion that space get glow. Hey, was war das für ein Lied? So, Digga, jetzt machen wir Speedstrats hier. Jetzt machen wir Speedstrats. Hast du die Speedstrat gesehen, Großer? Ja, da könntest du gucken, weißt du das? Dass er echt so viel Speck hat, dass das so reflektiert. Ja, haben wir schon Phase 2. Ne, Phase 3 ist das schon. Sag ich ja, Speedstrats, die können's. Ja, komm. Mann oder Maus, was bist du? Ja, genau. Das ist, die Animation geht so lange, dass ich aus meinem Defense weg bin, ne? Das ist doch schön, das macht Spaß. Das ist doch der Wahnsinn. So muss das Spiel sein. Find Arrows. Muss ich normale Pfeile gegen ihn haben? Ja, ist okay. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. So. Während der Animation ist hier natürlich Schicht im Schach. Hey, komm. Nein! Beweg dich, du fettes Pikachu! Spruze dich weg mit meinem Pikachu's Attack. Tolle Wurst. Jetzt habe ich... Einmal saufen, nur für... Ey! Nein! Oh, das war eine schwere Geburt jetzt. Aber mit Schwert ist es doch ein wenig einfacher als mit dem Hammer. Muss ich zugeben. Viel einfacher. Man kann es lernen mit dem Hammer, aber es ist ungemütlich. Es ist definitiv ungemütlich. Vor allem solche Speedstrats hier gehen gar nicht. Oh ja. Ach, was ein schönes Gefühl. Ich habe noch nie Zelda A Link to the Past durchgespielt. Das ist eine Premiere für mich. Huhuhu, so ein emotionaler Moment. Ui. The Return of the King. Hyrule Castle. Hyrule. Wie ist das eigentlich? Wie heißen die, die hier wohnen, ne? Hyrule heißt das Land, ne? Hylian?
Hylian? Für mich ist nie immer Hyliana. Weil da steht ja auch Hyliana. Das ist ja eine ganz andere Systematik. Sits in own pew. Sackcloth's Homecoming. Ja, ich habe ja so viele Offenbarungseide geleistet hier während dieses Projektes. Muss ich sagen, dass ich ganz viele Sachen in der Geschichte nie vergessen nie verstanden habe. Das ist schon eine Offenbarung. Ja, Vultures rule the desert. Ja, weil ich den einen von denen gebraten habe, sind die anderen jetzt so ein bisschen motiviert, hier mal was aus ihrem Leben zu machen. Aber das ist doch kein Freund, der will den immer noch verprügeln. Und ich finde, der Kleine sieht wirklich aus so ein bisschen wie Super BC Kid. Pikachu! Pikachu! Oh, jetzt werden wir gleich... Ach so, eine Flasche war beim Schwert, richtig! Ich hab's vergessen. Da war die, meine ich, oder? Ist das richtig? Ich glaube, die war beim Schwert. Buying good drugs. Magic ship. I'm the love doctor. The two wood shivers. Wood chap chap chap. Wood chap chap chap. Chap chap wood wood. Wood chap chap. Da haben sie Spaß, die beiden. Das sieht mir nach richtig viel Freude aus. Destitute boy has lunch again. Haunted Grove. Wove. Venus, die Königin der Feen. Aber hör mir auf mit Venus, ey. Ich habe heute so eine Scheiße übersetzen müssen. Valerius Flaccus, ey. Mach das nicht. Brad Smiths! Ja! Und da steht es wieder. Da sind sie, die beiden Brad Smiths. The Dwarven Brad Smiths. Erstmal schön das Brot aus Zack McCracken. Life-giving kid. Da hat's Spaß. Der verlorene alte Mann. Der ist einer der sieben Weisen, ob man es glaubt oder nicht. The Forest Thief. Kumpel von Blind. Nee, ist gar nicht der Kumpel von Blind, ne? Kumpel von Blind wohnt da in der Hütte. And the Terrarium sleeps again, forever. Ja. Ja, das wird eine Flasche gewesen sein. Ich kann es ja nochmal nachgucken. Kann ich hier irgendwie auch vorspulen? Ich meine, der Rest juckt ja einfach utopisch. Da. Ich... Seht ihr einen Unterschied? Nee, ne? Frame Advance. Oh. Pause hat er jetzt von alleine gemacht auch, ne? Ich habe da nicht Pause gedrückt. Ich war das nicht. Sagen alle, ja, Maddie, du warst es. Aber nö. Ich war das nicht. Objektdesigner. Stell dir vor, du musst irgendjemandem erklären, was ein Objektdesigner ist. Ich meine, so bei der Bundeswehr, so Objektschützer, das kennt man. Aber Objektdesigner? Denken die wieder, du machst irgendwas Sexistisches oder so. Sagst du, nein, ich mach Pixelgrafiken für A Link to the Past. Und dann sagen die, ja, wieso? Das Spiel ist doch schon vor 20 Jahren rausgekommen. Und dann sagst du, ach Quatsch, 20 Jahre sind es doch nicht. Und dann guckst du einfach auf den Kalender und merkst, du bist alt. Alt, sag ich.
Halt. Ich bin gerade müde. Ich kann auch einfach mal mit geschlossenen Augen diesen wohlklingenden Abspann lauschen, ohne zu schlafen. Das heißt, nein, eigentlich ist das für mich eine richtige Schwierigkeit gerade. Oh mein Gott. Tja. Aber am müdesten in meinem ganzen Leben war ich damals beim Biwak bei der Bundeswehr. Da war ich richtig müde. Das habe ich danach auch nie wieder erlebt, so müde gewesen zu sein. Da war ich wirklich, ich habe es wirklich gemerkt. Ich habe die Augen 3 Sekunden zugehabt und habe gemerkt, wie schon die Traumphase anfängt. So ganz merkwürdige Sachen geträumt. Das war einfach die ganze Zeit, wie 6 Uhr morgens, Wecker klingelt und um 7 muss er aufstehen. Sagen wir mal, Viertel nach 6 muss er aufstehen. Allerspätestens. So habe ich mich da gefühlt. Einfach so 7-8 Stunden lang. Und das Schlimmste bei der Sache war dann zurückzukommen und deine ganze Kacke auch noch sauber zu machen. Und du wolltest einfach nur ins Bett. Nein, du musstest erstmal putzen, streichen, waschen, allen Scheiß machen und dann durftest du erst ins Bett. Aber da waren wir hinterher auch, glaube ich, um 18 Uhr. Allerspätestens waren wir da alle in der Falle. The important stuff. Da geht's los. Time found. First sword. Das war gut. Das war ja sogar beim Onkel, oder wie war das? Pegasus-Stiefel. Das hat viel zu lange gedauert. Flöte, Spiegel. Oh. Alleine da merkst du schon. Die wollen uns wieder Boss machen lassen. Blind machen lassen. Ja, einer fehlt. Bonks. Saves and Quits. 7-mal gestorben. Weiß Bescheid. 7-mal gestorben. Das ist krass. Und das bei einer normalen Schwierigkeit. Es war alles die Motte. Alles die Motte. Die Motte hat uns gefressen. 4 Stunden 37. Ach du Scheiße, das ist doch viel zu lange. Ich meine, 6 Sachen nicht gefunden bei Aghanims Turm ist in Ordnung, aber 4 Stunden 37, das geht besser. Ich habe ja schon mal gesagt, das war keine gute Performance diesmal, ne? Ja, es hat... Da war ein wenig zu viel des Guten. So, dann wollen wir mal resetten. Ich will jetzt unbedingt wissen, ob das wirklich eine Flasche war. Moin! Spiel sagt 12-mal gestorben. Halte ich auch für sinnvoller. Aber, wer weiß. 12-mal? Ja, 12-mal ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine stabile Hausnummer. Da könnte ich mir vorstellen, dass das definitiv besser geht. Nee. Bang! Ich hab Jolt überzucht. Du kannst mich gar nicht abschocken, Jung. Ich spritze dich weg mit meiner Pikachu-Attack. Und jetzt hier rein. Ich mag die Musik. Nili! Nili! Oh, das kann man einfach genießen. A Link to the Past hat so einen guten Soundtrack. Ich bin mittlerweile sogar der Meinung, dass ich fast sagen würde, dass der Soundtrack besser ist als der von Donkey Kong Country 1. Aber, naja. Also ich weiß nicht, Donkey Kong Country 1, Secret of Mana und hier. Von mir aus auch SMW und das hier. Legend of Zelda. Beste Videospiel-Soundtracks der Weltgeschichte. Mittlerweile Donkey Kong Country 2 raus aus der Liste für mich. Ich weiß auch nicht. Ist ein guter Soundtrack, aber ballert halt nicht, ne? Da ist die Pulle, sag ich doch. Prost!